Bonjour. Jo, guten Tag. So, meine Lieben, irgendeiner wird bestimmt, wie sagt man denn? Oh, scheiße, Alzheimer. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Irgendeiner wird es bestimmt erraten haben. So, guckst du hier. Portiranier Plage, unser Herzensplatz. Ja. Und warum? Weil wir uns hier 2013 verlobt haben. Ja. So, das haben wir auch mal erklärt in einem Video. Ich muss mal gucken, wenn ich es wiederfinde. Das war auf der Rückreise von der Spanien-Tour. Da waren wir auch hier. Werde ich oben verlinken. So, und man kann es wahrscheinlich überhaupt nicht sehen. Aber da im Hintergrund, Berge, mega schön. So, und jetzt gehen wir mal zum Strand und genießen mal ein bisschen die Sonne. Heute haben wir an der 20 Grad. Jo. Gehen wir hier, oder? Wir sind sonst Badala gegangen. Ja, da sind die Pferde jetzt gerade. So, ja. Und Wir sind jetzt gerade den Scully-Gedächtnispfad gegangen, weil hier bin ich immer morgens mit der Scully auf diesem Deich lang gegangen, ihr morgendlicher Gang. Boah, guck dir damals, als wir mit der Scully hier waren. Da waren wir noch im Ferienhaus. Genau, was auch hier ist, in der Einsiedlung, hat man vielleicht bei der Anfahrt gesehen, ein paar Häuser. Und hier ist ein Hundestrand, also hier darfst du auch mit dem Hund an den Strand. Und im Winter, um diese, also jetzt in der Nebensaison, darfst du den auch freilaufen lassen. Und bis hierhin jetzt sind es ungefähr 200 Meter vom Stellplatz. Und dann genießt ihr solch einen Ausblick. Und hier geht es auch dann zum Hundestrand. Zack. Ach nee, was ist das schön. Mega, oder? Ja. Immer wieder schön. Der ganze Strand fast für uns alleine. Herrlich. Also eine leichte Brise. Aber Sonne. Ja, ich glaube, ich ziehe auch gleich mal mein Jäckchen aus. Das ist herrlich. So soll das. So war das meine Erwartung. Dein Plan ist doch aufgegangen. Mein Plan. Ja, nach anderthalb Wochen. Ja, nu. Ja, nu. Manche Pläne gehen nie auf. Mega. So, wir gucken mal, wir gehen jetzt mal ein bisschen ins Örtchen. Genau. Oder? Ja. Hier schön am Strand entlang. Das sind hier etliche Kilometer Strand, wo man lang laufen kann. Von Ost nach West, von West nach Ost. Boah. Himmelsrichtung hast du drauf. Ja, kann ich. Ich habe auch Klugscheißerschule besucht. Ja, das sind diese Ferienhaussiedlungen, wo wir damals auch mit dem PKW waren, ne? Ja. Alles hier immer schön verriegelt und verrammelt. Zahnschloss. Ich weiß auch nicht, ob das hier so eine gefährliche Gegend ist oder ob die das einfach machen, weil sie es können. Keine Ahnung. Ja, alles eingezäunt, immer schön. Weiter geht's.
jetzt in die Stadt. Bleistadt, ne? Ist ja, ja, das ist jetzt Port-Iranje Plage, ne? Das ist so ein kleines Örtchen. 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 So, und erst einmal kurze Hose. Ja, Ortskern, oder? Das war er. Ja, ist auch zu verkaufen. Da habe ich früher immer meine Bildzeitung geholt. Oh Gottchen. Also die Bäckerei ist zu verkaufen. Die Bildzeitungsstand ist auch zu verkaufen. Tja, schade eigentlich. Suppe, wa? Aber schön. Hast du mal wieder fein ausgesucht. So fein, fein, fein gemacht. Wir sind jetzt die ganze Zeit gelaufen und laufen ist ja nicht so wirklich was für Mike. Das geht ihm so aufs Knie. Der alte Mann und das Meer. Mit dem Kopf geht auch nicht mehr so richtig. Nein, das ist doch wohl herrlich. Ja. Strahlend blauer Himmel. Ja. Eine himmlische Ruhe. Also hier sind ja wirklich drumherum alles so Areale für mit Ferienhäusern, die du für ein Wochenende, für eine Woche oder mehr mieten kannst. Ja. Immer so verschieden abgetrennte Areale. Ich glaube, ich kriege einen Sonnenbrand. Geht los. Oh, so, keine Kappe auf. Ja, die Kappe auf. Du hast die Kappe ab. Nein, man soll hier eventuell auch schon mal Flamingos beobachten können. Ist dieser Busch da nicht wäre, dann könnte man vielleicht da weiter nach hinten gucken. Ja, toll. Kettensäge oder was? Ja, kannst du halt mal eben machen. Vorsicht, Matsche. Vorsicht, Matsche. Matsche Pampelacke. Matsche Pampelacke. Kennt ihr Pampelacke? Oder sagt man das nur bei uns im Port so? Keine Ahnung. Schreibt mal unter die Kommentare. Ja, wir sind jetzt gleich wieder da am Stellplatz. Genießt noch einmal die Aussicht. Und dann gibt es erstmal ein Käffchen. Ja. So sieht's aus. Vielleicht so eine Waffel dazu. Oh ja, eine Waffel ist auch gut. Jo, Sonne scheint immer noch. Wir sind auch immer noch an Port-Iranje Plage. Ist das richtig, was ich sage? Ja. Ja. Und ja, wir werden jetzt nochmal nach Port-Iranje reinfahren. Und es ist ja immer noch windig. Ja, also. Oder gestern ging es. Die Sonne ballert, ist auch warm, aber der Wind, der knallt ganz gut um die Ecken, ne? Ja, ja. Daher etwas windgeschütztere Klamotten und dann gucken wir mal, was wir alles ausziehen unterwegs. Also, wir sehen uns in Port-Iranje, beziehungsweise, wenn was Nettes unterwegs ist. Ich kenne den Weg noch nicht. Wir fahren am Canal du Midi entlang. Das ist auch schick. Und so Schleuse. Aber diesmal nicht über Stock und Stein. Nein. Weil ich habe heute Morgen nämlich zwei Löcher im Reifen gehabt. Musste ich jetzt erstmal flicken, ne? Danke, danke, Schatz. Und jetzt will ich hoffen, dass das auch dicht ist. Genau, jetzt muss ich erstmal rausgehen. Vielleicht war das auch schon die Absage hier.
Ja, lass uns mal fahren. Du fandst das doch gut, oder nicht? Ja, bis zu dem Punkt, wo ich keine Luft mehr auf dem Reifen hatte. Das war aber erst heute Morgen festgestellt, also ist schon ein paar Tage her. Und ich weiß gar nicht, ob wir das erzählt haben in, wie hieß der Laden, Saarburg? Ja, Saarburg. In Saarburg hatten wir ja ein bisschen Stress mit unserem Nachbarn hier, Stellplatz-Nachbarn. Und der hat mir dann wohl abends dann nochmal einen Schraubenzieher in die Flanke geballert. Wenn du das sehen solltest, schönen Gruß, du Spacko. So, ja, ist so. Wir hauen jetzt ab, oder? Ja. Dann los. Angekommen in der oder an der Dorfkirche oder Stadtkirche, keine Ahnung, in Portiranje. Wollen wir mal sehen, wieso die Stadt ist. Mal ein paar Eindrücke einfangen. Für euch, aber auch für uns. Ne? Sollen wir mal in die Stadt? Oder ist hier nicht viel? Mäuschen guckt gerade. Der Tourguide guckt gerade. Oder sagt man jetzt Tourguide innen? Was mir aber aufgefallen ist, hier sind viele Gebäude zu verkaufen. Ja. Vielleicht überlegen wir uns da mal was. You may double your guards. Of cards, the wind blows. Ooh. Ooh. I was always by your side. Ja, nach mehreren Rundkreisen hier, Rundflüge, waren wir noch auf der Suche nach einem Interspar, der hat aber zu. Ursprünglich wollten wir hier noch was einkaufen, aber diese Stadt ist wohl offensichtlich doch nur ein Dorf und so ziemlich nix los hier, oder? Schatz? Nee, nix los. Also, wir fahren dann wieder zurück. Und gucken, ob wir unterwegs irgendwo was einkaufen können. Ja, schade. Also, naja, ganz nette Gebäude. Ein bisschen Blümchen und so, das ist schon ganz schön. Aber ob es sich gelohnt hat, müsst ihr entscheiden.